Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie. 7 Days to Die. Immer noch in den Kellergewölben dieses ominösen Gebäudes hier. Das sehr, sehr geil konstruiert ist. Also Funpimps, Hut ab. Da habt ihr wirklich ein echt geniales Ding kreiert. Munition kann ich immer ganz gut gebrauchen. Das ist wirklich super, super toll geworden. War da keine Treppe? Nee. Und ich habe immer noch Hunger. Und wir wollten hier eigentlich nur mal eben schnell noch den Keller zu Ende looten. Immerhin eine Suppe. So, die will ich jetzt auch noch mal eben, bevor es zu spät ist, wegnibbeln. Habe ich hier, warte mal, verändern. Kriege ich hier das Ding noch rein? Nee, aber hier vielleicht. Verändern. Auch schon voll. Hier vielleicht. Jawohl. Da hält unsere Schaufel länger und ich habe noch mal einen Platz frei. Mal was zu essen. Wir pfeifen uns jetzt hier alles rein, was es essenstechnisch so frisch, fromm, fröhlich, frei von der Leber weg gibt, weil wir jedes Gramm wirklich gut gebrauchen können. Dahinter ist nichts. Die sind nicht lootbar. Oh Gott, wer schläft denn da auf dem Regal? Es ist Eduard Kapuzenpulli. Das sieht mir auch wieder so aus, als wäre das hier irgendwas, was genau. Naja, immerhin. Ein bisschen Munition. Da oben liegt auch noch ein Täschle. Ach, die mal mit ihren Moneten. Ja, ich weiß, dass ich Hunger habe. Ich bin dabei. Ach, hier ist unten. Okay. Okay. Ah, von da wären wir dann also... Okay, okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Das ist ja mal eben... Ist, weiß ich nicht, was wäre schneller. Durchgehen oder hier eben kurz das Ding weghacken. Ha. Ja, das klappt doch ganz gut. So, dann möchte ich jetzt hier eigentlich gerne... sehr schön. Hier ist draußen. Wo ist Auto? Da vorne ist Auto. Blubub, dich hatte ich schon. Dankeschön. So, dann war es das also hier mit dem geilen Gebäude. Wenigstens etwas. Der Händler, hat der noch auf? Ich weiß es nicht. Wir fahren hin und werden es feststellen. In der Hoffnung, dass ich jetzt auf Anhieb weiß, wo ich lang will. Aber das sieht, glaube ich, erstmal ganz gut aus. So, irgendwo hier in dieser Richtung. Ich vergesse es immer wieder, wann der depperte Händler zumacht. Aber da hätten wir wenigstens den ganzen Scheiß nicht mehr dabei. Komm, lass mich durch. Und müssen den nicht mehr mit nach Hause schleppen und müssen ihn vor allen Dingen da auch nicht wieder oben reinpacken, um ihn dann irgendwann später wieder zum Händler mitzunehmen, wisst ihr? You need assistance?
Darf ich dir mal kurz... Achso, Entschuldigung. Ich müsste mal kurz hier die Zigarre tragen. Howdy, Partner. So, ich hätte da für dich Dinge. Sowas zum Beispiel. Ein tolles Jagdgewehr und hier so ein Gedöns. Töften Motor, da ist doch das... der hat wenig Kilometer. Einen ganzen Arsch voll Geld. Bringt echt gut was. Das ist heute das Geschäft deines Lebens, Junge. Und ich werde wenigstens kramlos, den ich so nicht mit mir rumschleppen will und muss. So. Das war so eigentlich nicht gedacht, sondern ich wollte... So, ich wollte das hier nehmen, das da reinpacken. Da rein, da rein. Dankeschön. So, Dele. Was hättest du denn hier Nices in der Hinterhand für uns? Ich bräuchte da vielleicht noch ein bisschen Solarzellen. Klamotten kann ich nicht mit dienen, brauche ich nicht. Nee. Schießpulver, Munition. Ein Glasal Honig. Wir kaufen uns mal 2 Dosen Nudeln. Besser ist das. Genauso wie eine Lammration und die Miso-Suppe. Ja. Great doing business with you. Ja, Business, Business. Alter, 61.694 Münzen. So, in der Hoffnung, dass uns das jetzt irgendwie ein bisschen weiterhilft. Achso, ich wollte ihm ja auch noch mein Leder verticken. Darf ich mal in dein Inventar gucken und dann... 261, immerhin. Hast du irgendwelche Aufgaben für mich? Okay, dann halt nicht. Dankeschön, Wiedersehen. Der hat auch hier unten aber bestimmt noch irgendwo einen Automaten stehen, ne? Eigentlich nicht hier solche Vending-Maschinen, sondern Automaten. Hat der sowas hier nicht? Doch, hier vorne. Dose Rindfleisch. Dose Lachs. Und die Dose Erbsen. So, und dann mal eben nochmal schnell was gegen den Hunger tun. Auch wenn das jetzt echt Geld gekostet hat. Aber das ist ja relativ egal. Because we have enough money and... da gebe ich das Geld lieber für Essen aus, bevor ich hier verrecke. Elendigst verrecke. So. Hier hätte ich schon noch die Munition. Guck mal, wir haben hier noch ein... Heilt aber nur 5%. Dann nehmen wir doch das Antibiotikum. Komm, ab dafür. Das Holz könnte noch weg. Hier, den wollte ich ihm, glaube ich, auch noch verticken, ne? Ja. Ah ja. Dann ist das jetzt halt so. Da kannst du machen nix. Sonst noch irgendwas, was ich hier kombinieren könnte? Taktisches Sturmgewehr. Brauche ich einen Goldrutensamen? No. Achso, den kann ich nicht einfach so droppen. Danke, nein. Dafür packe ich jetzt hier mal diesen komischen Mod da rein. Trader Joel's is now closed. Ja, dann close dich doch halt. So, immerhin haben wir den jetzt auch schon erledigt. Deswegen würde ich sagen... Begeben wir uns auf direktem und oder indirektem Weg Richtung Base. Den ganzen geilen heißen Scheiß, den wir hier uns in die Tasche gelootet haben. Fahre ich auf direktem Wege. Könnte das Beste sein.
vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ja, den ganzen geilen Scheiß, den wir jetzt hier zurecht gelootet haben, den einfach mal, wo fahre ich jetzt hin? Also, da verräumen und uns dann um das elektrische Garagentor kümmern. Einen Generator habe ich ja noch. Ich hätte zwar viel lieber eine Battery Bank mit Solarzellen, weil dann bräuchte ich mich sprittechnisch da um nichts kümmern, aber was wir nicht haben, das haben wir nicht. Ne? Das ist ganz, ganz einfach. Ich fahre schon wieder so halbwegs in die falsche Richtung. Wir wollen doch jetzt so... Aua! Was war denn das zum Henker? Achso, wir haben ja scheinbar einen Zombie irgendwie mitgenommen oder so. Dann mal wieder richtig essen. Ja, wir haben verdammten Hunger. So, ich fahre mitten auf die Seenplatte zu. Das ist keine gute Idee. Ich würde es ja gerne mal probieren, ne? Was ist, wenn man mit dem Auto durch den tiefen See fährt? Macht das Auto da schlapp? Kann man da weiterfahren? Und einfach nur ersticken oder wie oder was? Oh, Baum. Geh hinfort mit dir, du Ungeheuer. So, jetzt sollte kein Gewässer mehr uns im Wege stehen. Wobei ein Gewässer im Wege stehen ist natürlich schlecht. Das steht ja nicht, außer stehende Gewässer. Die stehen natürlich, aber nicht im Weg. Wenn ihr wisst, was ich meine. Komm, hau ab. So, hier ist die ominöse Farm. Huh. Und wir sind auf dem besten Wege Richtung Heimat. Einfach die nächste Straße rechts rein. Das wäre dann hier. Und dann, glaube ich, die nächste wieder links oder so. Könnte gut möglich sein. Jawohl, ja. Ist nur die Frage, ginge das automatische Garagentor dann auf, wenn ich mit dem... Hallo, mit dem Wagen da vorne vorfahre. Aber gut, das werden wir feststellen. Das werden wir... Bremsen bitte. Licht aus bitte. Garagentor zu bitte. Ein bisschen rückwärts fahren bitte. Damit ich jetzt hier nicht... gänzlich ständig an dir vorbeilaufen muss. So mit O. Fangen wir an mit allem, was wir da zuerst in die Finger kriegen. Huch, ich Trollo hab die Klappe oben gelassen. Haben wir jetzt ungebetene Gäste vielleicht irgendwo? Nein. So, was habe ich denn primär? Erstmal hier Händler. Wo ist denn die Händlerkiste? Da. Meine Fresse, wie viel Krams. Waffeln. So ein geiler Kram. Und das hier. Das wären jetzt hier so die... ich kann euch benutzen, Waffen. Jetzt haben wir hier noch eine doppelläufige Schrotflinte. Wäre vielleicht auch noch eine geile Sache. Kompi. Kompi-Bow. Habe ich hier vielleicht was drin? Hm. Not as much as I... want to see in here. Restemüll. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Dosen für mich theoretisch Restmüll sind, aber jetzt schon. Technik. Glück. Dit hier noch und dit hier noch. Ja, seht ihr mal hier. Was haben wir hier? Generator, Generator. Wir haben einen Bewegungssensor, schon mal Töfte. So viele Batterien, so viele Motoren. Baustoffe. Mod. Zu Mod gehört das ja auch mit dazu. Du bist auch ein Mod.
Ports. Zack. Munition. Packen wir hier mal zumindest ein bisschen was beiseite. Warum auch immer ich 7 Stoff dabei habe, ich weiß es nicht. Erste Hilfe. So, ein bisschen durchmischen. Sieht nicht schlecht aus. Hier könnten auch wieder ein paar von weg. Weil so viel muss ich nicht mit rumschleppen. Das muss nicht sein. Fleisch. Statt Jute Fleisch en masse. Komm. Kann ich irgendwas eigentlich gegen diese Abschürfung hier tun? Schürfwunde. Gegenstände wie Aloe, Creme, Erste-Hilfe-Verbände oder Verbandkästen erhöhen die Heilungsgeschwindigkeit. Gut, dann hier, komm, wickeln wir uns mal damit ein. Sind es nur noch 9 Minuten, das ist schon mal nicht schlecht. Hier, Tränke. Kütt das hier rein und das hier. So, und dann haben wir hier doch irgendwo so eine... Hatte ich hier nicht so irgendwo so eine... Da habe ich doch irgendwo so eine... Das ist eigentlich so eine Klamottenkiste, aber... Da packe ich jetzt auch einfach erstmal hier so ein bisschen Übergangsgeschiss rein. Und so viel Munition brauche ich auch nicht. Ich brauche auch diese Waffe, glaube ich, nicht. Also die ist zwar geil für Entfernung, Leute, den Garaus machen, aber für das, wie ich es jetzt gerade gehabt habe, mit dem Looten des Questhauses... Das war Katastrophe, war das. So, was hätte ich denn jetzt hier so alles dran? Ich probiere es einfach erstmal hier. Baustoffe. Ja, es war nicht so viel. Ist hier vielleicht sonst noch irgendwas drin, was ich nicht sehe? Nee. Mods. Hätten wir hier diese Stacheldraht-Mod und diese komische Springen-Mod. Und hier ist noch so ein Helmlicht-Mod. Hab ich... eigentlich in diesen Schuhen dieses komische Dingens drin, hab ich. Okay. Parts. Waren das alle? Jawohl. Technik. Noch irgendwas Technisches, was... Ja. Altmetall. Hier, guck doch mal, da ist noch so viel Metzing. Blei. Munition. Haben wir zumindest Schießpulver. Und hier einen ganzen Arsch voll davon und davon. Aber ich glaube, so mit der Schrotflinte, da haben wir auch ganz schön viel Schuss für, ne? Also, waffentechnisch sind wir gar nicht mal so schlecht ausgestattet, muss ich sagen. Händler, da haben wir hier noch ein bisschen Silberklumpen. Kann ich da irgendwas anderes draus machen? Ich könnte sie fallen lassen. Das heißt, Silber ist rein zum Verticken da für 100 Penunzen. Restmüll. Guck mal, da haben wir sogar noch einen Blasebalg. Und die Knochen sind weg. Kleidung, Gliederstoff. Mützli. Was hätten wir denn jetzt hier für ein Mützli? Ein blaues. 12 und 1, 10 und 2. Danke, tschüss. Das kann hier rein. Ich glaube, der Kram ist auch in Erste Hilfe. Ein bisschen Blut. Was mache ich denn mit Blut? Ein Verbandkasten kann ich damit herstellen. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, ne? Dass wir jetzt hier die ganzen Blutbeutel, die ich jetzt so habe, und hier oben haben wir noch einen ganzen voll... von dem Krams und auch noch ein paar Verbände. Was brauche ich noch dafür? Diese Nähkits. Kits, 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 Kits. Und dann hätte ich jetzt hier gerne Rezept Verbandkasten hergestellt. 1 Minute und 10. Zu viel. Egal. Wir mischen uns mal ein paar Verbandkästen. Auch geil, dass man sie mischt. Aber die gehen auch gut flott durch. Also das ist ja gar nicht mal so schlecht. So, in die Technikbäckerei. Kommt Benzin, da bin ich frei.
noch irgendwas Erste-Hilfe-Technisches hier. Guck mal, dann werden wir endlich diesen blöden Grain Alkohol auch mal los. Ist ja auch nicht schlimm. Getränke. Habe ich hier ganz vieles buntes Zeugs. Etwas Bier. Ein wenig Mineralwasser. Leeres Gläser in Essighilfe noch. Ihr Gärungsalkohol. In Essen ein wenig Fett. Haben wir Maismehl. Wir haben verrottendes Fleisch. Und altes Schem-Sandwich. Packen wir jetzt in Munition noch Sprengstoff. Und schon sind wir fertig mit Aussortieren, glaube ich, oder? Hm. Kann ja nur 5er Stacks, hollalü. Also da haben wir jetzt erstmal ein bisschen was da. Das finde ich ist ein gescheiterer Einsatz, weil für was anderes kann ich den, glaube ich, auch nicht gebrauchen, ne? Ja gut, ein Käsekürbiskuchen. Und für Steroide, aber ansonsten... Nee, so, sind wir auch mal wieder am Ende einer Folge angelangt. Ich weiß gar nicht, ob wir für diese Folge schon ein thumbiges Thumbnail haben. Deswegen gibt es unser schönes Brummbrumm in der Garage. Ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns hier alle in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, tschüssi!